Im Test die neue Soundbar Fidelio B5 von Philips. Eine Lösung, um den Sound von seinem Fernseher zu verbessern oder für das Kinofeeling daheim. Die Fidelio B5 ist gut verarbeitet, wirkt frisch und modern. Dank mit schwarz gewebten Stoff über den Lautsprecher wirkt Design elegant und hochwertig. Aber der Fidelio B5 ist nicht nur eine Stereo-Soundbar. Philips hat noch weitergedacht. Die Rücklautsprecher sind kabellos und abnehmbar. Der Subwoofer ist auch kabellos. So können alle Speaker flexibel im Raum platziert werden. Aus der Stereo-Soundbar wird so im Nu ein stubenfreundliches Surround-System. Über das Mikrofon kann der Raum gemessen werden und so werden die einzelnen Lautsprecher aufeinander abgestimmt. So entsteht auf Knopfdruck ein ausgewogenes Surround-Klangbild. Als Highlight: Die beiden Lautsprecher lassen sich sogar autonom als Bluetooth-Speaker benutzen. Zum Beispiel im Schlafzimmer oder im Garten. Der Lautsprecher kann dann von allen Bluetooth-fähigen Geräten wie Laptop, Handy oder Tablet angesteuert werden. Aufgeladen werden die Rücklautsprecher einfach wieder an der Haupteinheit. Der Akku sollte ca. 8 Stunden halten. Dank NFC merkt die Boxen sogar, dass das Abspielgerät in der Nähe ist und startet die Boxen und Bluetooth-Verbindung automatisch. Die Philips Fidelio Soundbar B5 hat ein spannendes Konzept. Innerhalb von Sekunden kann von Stereo zu Surround-Betrieb gewechselt werden. Das geht ganz einfach und die Speaker sind alle kabellos. Mit der zusätzlichen Möglichkeit, um die Speaker unabhängig über Bluetooth zu betreiben, hebt sich das Gerät deutlich ab.